Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute endlich zur ersten Sorte von Argile und zwar zum Lemon Mint. Was der Kollege kann, was er kostet, welcher Flavor ist, erfahrt ihr hier in dem Video. Also bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja Freunde, wir kommen heute endlich mal zum ersten Argile Tabak. Für mich persönlich ist es von dem Flavor schon die zweite Dose. Die erste Dose hat es, ich glaube, wie schon so oft gesagt, nicht mal ins Video geschafft, weil ich den sehr gefeiert habe. Aber ich möchte ihn euch natürlich nicht vorenthalten, den Argile Lemon Mint. Ihr habt auch gleich das Logo bzw. auch die Frontansicht, das Frontbild, sage ich jetzt einfach mal. Weil wir haben hier rechts und links nur sehr große Warnhinweise und die typischen Herstellerinformationen. Das Ganze ist eine 200 Gramm Dose, kostet, jetzt muss ich selber nachgucken, 17,90 € und soll Zitrone-Minze sein. Zitrone-Minze ist für mich einfach ein klassischer Flavor oder ein Klassiker einfach für mich persönlich. Und ich kann so viel versprechen, der Kollege hat das sehr gut hinbekommen. Ja Freunde, aber bevor wir hier natürlich zum Geschmack kommen, gucken wir uns erstmal den Schnitt an. Das Ganze kommt übrigens mit so einem Alu-Verschluss. Da habt ihr hier so einen kleinen Hebel oder ich sage mal so eine kleine Lasche, die ihr aufzieht. Die macht ihr dann auch ab. Und dann habt ihr hier drin den Tabak. Den müsst ihr natürlich umrühren, wenn der länger gestanden hat. Das machen wir jetzt mal fix. Aber schnitttechnisch kann ich euch so viel sagen. Ist das Ding echt eine 1. Finde ich persönlich zumindest. So, jetzt haben wir das Ganze hier mal ordentlich durchgerührt. Aufpassen, dass wir nichts daneben hauen. Und dann kommen wir zum Schnitt, Freunde. Und der ist einfach Hammer. Das ist ein sehr feiner Schnitt, das kann ich euch schon sagen. Und da seht ihr das Ganze. Ich sehe jetzt hier auch auf den ersten Blick kein Ästchen. Weder ein kleines noch ein großes, nichts. Der Schnitt ist sehr fein. Auch wenn ich jetzt hier noch ein bisschen drin rumwühlen würde. Hier ist kein Ästchen drin. Es kann natürlich sein, dass du irgendwo mal ein Ästchen drin hast. Das ist bei einer Produktion normal. Dort arbeiten auch bloß Menschen. Aber wie gesagt, an sich schnitttechnisch ist das Ding eine Bombe. Ich finde, das Ding ist Bombe. Geruchstechnisch ist das ein Zitrone-Minze, wie ich ihn mir vorstelle. Es riecht zitrusmäßig, es riecht frisch nach Minze. Vielleicht ist es, also erinnert mich an so eine Art Zitronenbonbon vom Geruch her. Aber grob gesagt, finde ich, riecht das Ganze einfach spritzig, frisch und Zitrone. Also wenn du dran riechst, kommst du hier eigentlich wirklich auf Zitrone. Also geruchstechnisch auch hier kann ich über den Kollegen nichts sagen. Wie gesagt, ich hatte schon mal eine Dose da, der war sehr gut. Jetzt möchte ich euch aber natürlich noch sagen, was der Kollege im Rauchtest kann. Deswegen gehe ich mir fix ein Köpfchen holen vor allem. Ich gehe mir ein Köpfchen bauen und die Kohlen holen, so sollte das Ganze lauten. Und dann testen wir den Kollegen. Ich freue mich schon, also bis gleich, Freunde. So, Freunde, Köpfchen ist gebaut. Wie ihr seht, das Ganze rauche ich heute in der Moss Breeze 2, in dem Purple Design, Lila Design, wie ihr es auch immer nennen wollt. Oben habe ich den Mahalla Invert 2, keine Ahnung. Ihr habt es im letzten Video gesehen, wie er heißt. Auf jeden Fall von Mahalla ist der Kopf. Eine Lage Panzeralu und oben Apple on Top Sieb und drei Black Kokoskohlen und im Köpfchen natürlich unseren schönen Lemon Mint. Kohlen liegen jetzt circa 30 Sekunden bis eine Minute drauf. Ich schau mal, ob er schon warm ist. Ich habe ihn, muss ich sagen, auch in der Moss Breeze noch nie geraucht. Mal gucken, wie er da schmeckt. Ich hatte ihn sonst eigentlich immer in der VUCA oder in der Alpha. Und da war er wirklich sehr geil. Ich bin gespannt, ob jetzt an dem kurzen Weg des Rauches sich was ändert. Vom Flavor her. Okay, also er braucht noch ein bisschen. Aber du merkst schon so eine leichte Zitronennote. Ich werde noch mal ein paar Züge nehmen
Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Kollege richtig läuft. So, Freunde, Köpfchen ist jetzt an. Und jetzt können wir hier aus den Vollen schöpfen, was den Geschmack angeht. Machen wir mal den alten Rauch raus und dann ziehen wir mal ordentlich hier dran und gucken, was passiert. Rauchentwicklung finde ich völlig okay. Geschmacklich fällt mir jetzt eins auf. Zur vorhergehenden Dose, die ich hatte, da fand ich, war die Zitrone einen Ticken mehr im Vordergrund. Hier finde ich, jetzt kommt die Minze ganz schön durch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn er jetzt noch ein bisschen offen steht und zieht, ob das noch ein bisschen besser wird. Es ist jetzt nicht so, dass die Minze dich übelst im Hals auseinander nimmt oder so. Aber die Minze ist hier voll im Vordergrund. Die Zitrone war bei der vorhergehenden Dose auch, finde ich, ja, ich sag mal ein bisschen süßer, muss ich sagen. Allgemein war das Ganze ein bisschen süßer. Das schmeckt jetzt wirklich so nach einem richtigen Zitrone-Minze. Für mich Minze im Vordergrund, ganz klar. Und im Hintergrund hält sich so ein bisschen die Zitrone, die dem Ganzen halt einfach noch was Spritziges gibt. Was ich aber relativ geil finde, ich hatte mal einen Zitrone-Minze-Tabak, ich weiß gar nicht von wem der war. Der war mir zum Beispiel zu intensiv, da war die Minze wirklich sehr drückend. Die Zitrone war auch sehr drückend, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Aber hier, finde ich, ist das Ganze relativ gut abgestimmt. Minze, wie gesagt, im Vordergrund. Und dann kommt die Zitrone gleich hinten dran. Ein sehr angenehmer Flavor. Ja, Freunde, kommen wir zum Fazit vom Agile Lemon Mint. Das Ganze kostet euch 17,90 Euro. 200 Gramm. Preistechnisch ist das Ganze völlig okay. Schnitttechnisch ist das Ding für mich vielleicht sogar schon eine 10 von 10. Will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist es ein sehr guter Schnitt. Es ist ein feiner Schnitt. Wo ich mir mit dem HMD allerdings vorstellen könnte, dass er vielleicht ein bisschen schnell verbrennt. Weiß ich allerdings nicht, da ich nicht im HMD rauche. So, in dem Setup geht er vollkommen klar mit dem Funnel und einem Sieb obendrauf. Bei der Dose ist es so, Minze im Vordergrund, dann kommt die Zitrone hinten dran. Schmeckt einfach, wie es auch gerochen hat. Spritzig, frisch oder frisch, spritzig, wie ihr es sehen wollt, Freunde. Aber an sich kann ich den Agile Lemon Mint auch nach der zweiten Dose nur empfehlen. Und ich weiß jetzt schon, dass die Dose auch nicht lange halten wird. Was sehr schade ist. Ja, Freunde, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Wer nichts mehr verpassen will, Twitch und Instagram-Links sind unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht der letzte Zug auf euch. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Und jetzt letzter Zug auf euch. Reingehauen.